Verurteilung und Befreiung. Galater Kapitel 2, Verse 17 bis 19. Sollten wir aber, die wir durch Christus gerecht zu werden suchen, auch selbst als Sünder befunden werden, ist dann Christus ein Diener der Sünde? Das sei ferne. Denn wenn ich das, was ich abgebrochen habe, wieder aufbaue, dann mache ich mich selbst zu einem Übertreter. Denn ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz, gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Um zu wissen, wer man dank Jesu Christi nicht mehr ist, muss man zuvor wissen, wer man war. Wer frei geworden ist und das so sagen kann, muss zuvor verstanden haben, worin er gefangen gewesen ist. In Römer 8, Verse 1 und 2 schreibt der Apostel Paulus: So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Wer weiß, dass er vor Gott ein Sünder ist, also vom Heiligen Geist überführt wurde von seinem verlorenen Zustand, der ist durch den Glauben von der Lüge der Sünde zur Wahrheit des Evangeliums hindurchgedrungen. In Johannes 8, 31 und 32 lesen wir: Da sprach nun Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten: Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Unsere Identifikation als Mensch finden wir nicht in einem unerlösten Zustand. Wer nicht durch Jesus Christus frei ist, wie sollte der in einem gesunden und klaren Verhältnis zu sich selbst stehen können? In Römer 6, Verse 5 bis 7 steht: Denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. Jede Freiheit, die einem außerhalb des biblischen Evangeliums versprochen und angeboten wird, ist eine Illusion und ein Betrug der Sünde. Und wenn wir so etwas bei uns selbst oder anderen feststellen, dass man seine Freiheit nicht oder nicht vollständig in der Befreiung durch den gekreuzigten Sohn Gottes sieht und erkennt und daran glaubt, so müssen wir uns selbst und andere ermahnen, uns nicht erneut durch die Sünde versklaven zu lassen. In Hebräer Kapitel 3, Verse 12 bis 13 steht: Seht zu, liebe Brüder, dass keiner unter euch ein böses, ungläubiges Herz habe, das abfällt von dem lebendigen Gott, sondern ermahnt euch selbst alle Tage, solange es heute heißt, dass nicht jemand unter euch verstockt werde durch den Betrug der Sünde. Dies betrifft alle, die nur mit dem Evangelium sympathisieren, aber sich nicht wirklich bekehrt haben und somit immer in Gefahr stehen, durch ihr böses Herz betrogen zu werden. Ein gläubiges und somit gereinigtes Herz ist der Schlüssel zur Erlösung, zur Erkenntnis, zur Frucht und Zuversicht in der offenbarten Wahrheit unseres Heilandes, Jesus Christus. Im Tod Christi und seiner Auferstehung hat Gott außerhalb von uns alles vollbracht, um die Glaubenden selig zu machen. Außerhalb deswegen, weil wir ja, als dies alles vor 2000 Jahren geschah, noch nicht in Existenz gesetzt waren und bisher nur in den Gedanken Gottes lebendig waren. In Psalm 139, 13 bis 15 steht: Mein Gebein war nicht verhüllt vor dir, als ich im Verborgenen gemacht wurde, kunstvoll gewirkt, tief unten auf Erden. Deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim, und in dein Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollten, als noch keiner von ihnen war. Wie kann man Sünde erkennen?
sicherlich nicht durch moralische Anschauungen, denn die richtet sich oft nur nach menschlicher Gerechtigkeit und geht von einem guten Kern aus, den die Menschen angeblich haben sollen. Aber das stimmt nicht. Sünde, wie sie die Bibel definiert, kann nur von jemandem deutlich gemacht werden, der die Wahrheit in sich trägt und ausmacht und der absolut gerecht ist. Und das kann nur der lebendige Gott sein, der sich in Jesus Christus offenbart hat. Wer im Betrug der Sünde lebt, ist seinem Zustand gegenüber blind. So jemand leidet sicherlich unter den Auswirkungen, kann aber damit keinerlei Konsequenzen oder Erkenntnisse verbinden, die ihm seine Verlorenheit vor Gott verdeutlichen könnten. Also hat Gott zum einen Gesetze aufgestellt, angefangen bei den 10 Geboten, 5. Mose 5, 6 bis 21 nachzulesen, bis zu allen anderen Gesetzen und Geboten in der Bibel, um zum anderen eine plausible Erklärung zum Thema Sünde und was das mit mir zu tun hat, zu geben. In Römer 3, 19 bis 20 lesen wir: Wir wissen aber, was das Gesetz sagt. Das sagt es denen, die unter dem Gesetz sind, damit allen der Mund gestopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei, weil kein Mensch durch die Werke des Gesetzes vor ihm gerecht sein kann. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Wer sich hier durch Gottes Gnade beugen kann und sich somit allein durch Jesus Christus vor Gott gerechtfertigt sieht, ist dann auch zum Heil erwählt worden. In Epheser 1, Verse 3 bis 8 steht: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns überströmend widerfahren ließ in aller Weisheit und Einsicht. Wer ich bin, weiß Gott. Und in Jesus Christus darf ich im Himmel mit Gott einmal eine Einheit bilden, die alles übersteigt, was ich mir je vorstellen könnte. Jesus betete im hohepriesterlichen Gebet zu seinem Vater in Johannes 17, Verse 19 bis 24. Und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in Wahrheit. Ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass auch sie in uns eins seien. Gleich wie wir eins sind, und ich in ihnen und du in mir, damit sie zu vollendeter Einheit gelangen und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleich wie du mich liebst. Vater, ich will, dass, wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Und das ist der befreiende Glaube, der jede gerechte Verurteilung aufgrund unserer Sünden zu einer gesegneten Annahme und Vergebung und Rechtfertigung macht vor Gott in Jesus Christus, der die Welt mit sich selbst versöhnte. 2. Korinther 5, 18. Dazu hat Gott sich selbst als Sohn Gottes hingegeben, um uns Glaubende zu erlösen, zu heiligen und uns ewiges Leben zu geben in Gottes Herrlichkeit. William MacDonald schreibt hierzu: Heiligen muss nicht unbedingt bedeuten, etwas oder jemanden heilig zu machen. Jesus ist heilig. Es geht hier um den Gedanken, dass der Herr sich selbst für das Werk absonderte, für das ihn sein Vater gesandt hatte, nämlich für seinen Opfertod. Es kann auch bedeuten, dass er sich selbst absonderte, indem er seinen Platz außerhalb der Welt einnahm und in die Herrlichkeit einging. Seine Heiligung ist unser Vorbild und unsere Kraft für unsere Heiligung, sagt Wein. Wir sollten für die Welt abgesondert sein und
unser Erbteil bei ihm suchen. Jesus betet für alle Gläubigen. Kapitel 17, Verse 20 bis 26. Nun dehnt der hohe Priester sein Gebet über die Jünger hinaus aus. Er betet für Generationen, die erst noch geboren werden müssen. Jeder Gläubige, der diesen Vers liest, kann mit Recht behaupten, Jesus hat für mich schon vor über 2000 Jahren gebetet. Gott segne euch. Thank you.